Schönen guten Tag, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt in der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Heute geht es um eine Nutzerfrage, die ich hier beantworten möchte, und zwar von Black X Bleach X Girl. Und sie fragt: Darf man eigentlich irgendwelche Bilder für sein Kanalprofil verwenden? Das heißt, man sucht einfach bei Google ein Foto und setzt dieses Foto in sein Kanalprofil. Das geht nicht, das ist eine Urheberrechtsverletzung, denn ich mache erstens eine Kopie von diesem Foto und veröffentliche dann dieses Foto, an dem ich eigentlich keine Rechte habe. Für alle, die das hier vertieft interessiert, den kann ich nur raten, mal nach dem Wort Facebook- und Comicbilder-Aktion zu suchen. Dazu haben wir schon mal ein Video veröffentlicht. Damals war es so, dass auf Facebook dazu aufgerufen worden ist, Comicbilder als Profilbilder hochzuladen. Und schon damals habe ich gesagt, Vorsicht, das sind Urheberrechtsverletzungen, denn hier ist es so, dass die Rechte bei großen Medienkonzernen wie Walt Disney liegen. Damals hat Walt Disney übrigens reagiert, die haben dann eine eigene Facebook-Fanseite gemacht und letztlich gesagt, wer möchte Donald Duck verwenden oder wer will Dagobert Duck verwenden, das geht für die Aktion, für den Aktionszeitraum dürft ihr eure Profilbilder austauschen. Aber das war letztlich was anderes, denn da lag dann eine echte Lizenz vor. Das heißt, Walt Disney hat hier über die Facebook-Fanpage für einen gewissen Zeitraum die Lizenz erteilt. Wenn so eine Lizenz nicht vorliegt, darf man aber auch für kleinste Profilbilder oder Forumsbilder letztlich keine Bilder aus dem Internet verwenden, an denen man keine Rechte hat. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie Fan unserer Facebook-Seite facebook.com/kanzlei-wbs werden oder auf unserer Internetseite wbs-law.de vorbeischauen. Gerne beantworten wir auch Ihre Rechtsfragen zum Thema Bildrechte. Dazu haben wir einen eigenen Kanal in unserem Blog und wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit hier in unserem Video mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.